Frankfurt Main Verein. In meinem Fall, ich bin nicht sehr religiös, ja, irgendwie neigt aber der Mensch ja dazu, wir sind ja doch irgendwie ein soziales Wesen und wollen uns irgendwie zugehörig fühlen. Bei mir ist das dann eben wahrscheinlich über die Identifikation mit dem Verein, der für mich auch ja, meine Heimat, meine Stadt repräsentiert, mit der ich eben auch sehr viel verbinde als Frankfurter Bub. Und ja, es ist natürlich dann auch über die Jahre sind viele Freundschaften gewachsen mit Leuten, die auch einfach ja, die Gemeinsamkeit Eintracht haben, aber auch davor, also in meinem Freundeskreis oder so, in meiner Familie, alle sind Eintracht-Fans. Also es ist einfach schön zu sehen, wenn die Eintracht gewinnt, dann ist einfach die Stimmung bei fast allen Menschen, die ich kenne und die ich mag, ist einfach ein Stück weit besser. Und bei denen, die ich nicht mag, ist sie schlechter. Also es ist eine Win-Win-Situation. Am liebsten schaue ich das Spiel natürlich im Stadion. Da ich aber nicht mehr in Frankfurt wohne, ist das leider nicht mehr so häufig möglich. Und deshalb schaue ich es dann meistens zu Hause. Das ist insofern gut, als dass ich da dann auch meinen Emotionen freien Lauf lassen kann. Es gibt aber auch eine sehr gute Eintracht-Kneipe in Hamburg von einem auch Exil-Frankfurter. Da gibt es Appleboy, da wird jedes Eintracht-Spiel übertragen und dann ist die Hütte voll bis oben hin, weil alle Exil-Frankfurter da am Wochenende hinpilgern. Mentalität der Frankfurter ist eine sehr leidenschaftliche. Die tragen das Herz auf der Zunge, sage ich mal so. Die sind mal laut, vielleicht auch mal ein bisschen zu laut, ich weiß es nicht, aber zumindest immer ehrlich und offen. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Man weiß immer, woran man ist. Es wird nicht irgendwie hintenrum was gemacht, sondern die Leute lassen dich in der Regel spüren, woran du bist. Und dann kannst du das gut finden oder auch nicht, aber es ist irgendwie angenehm ehrlich. Sollte es wirklich nochmal zu einer Partie gegen Barcelona kommen, mit einem Heimspiel mit Zuschauern, dann würde ich alles dran setzen, im Zweifelsfall auch die Eintracht erpressen, dass ich eine Karte kriege. Ich würde mich auch bereit erklären, nochmal für Eintracht FM zu moderieren, eine Ansprache zu halten, zu singen, zu tanzen. Ist mir eigentlich egal, ich mache auch Breakdance am Mittelkreis. Ich werde schon einen Weg finden ins Stadion, also zur Not kletter ich.